Guten Morgen, liebe Leute. Willkommen am Bahnhof Klecken. Heute gehen wir auf große Reise. Wir machen eine kleine Niedersachsen-Rundfahrt. Ich habe euch ja im Mai 2020 schon einen historischen Vlog gezeigt. Eine Niedersachsen-Rundfahrt im Juli 1995. Und in dem Zusammenhang hatte ich euch auch versprochen, dass ich diese Tour bei Gelegenheit noch einmal wiederholen werde. Meine heutige Fahrt führt mich also wie damals über Rothenburg, Verden, Nienburg nach Minden. Dann plane ich kürzere Pausen in Bückeburg und Kirchhorsten, fahre dann über Hannover nach Hämelerwald, wandere nach Föhrum und lege auf der Rückfahrt über Bremen nochmal eine Pause in Bremen-Mahndorf ein. Und da kommt er schon, der Metronom. Ja, ich bin pünktlich in Rothenburg an der Wümme angekommen und jetzt steige ich um in die EVB in Richtung Verden. Kurz nach Abfahrt in Klecken habe ich übrigens bemerkt, dass ich mein Smartphone zu Hause habe liegen lassen. Es könnte jetzt also, falls es zu Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf kommen sollte, so ein kleiner Blindflug werden. Andererseits gibt das Ganze diesem Tag natürlich so einen gewissen Retro-Anstrich, denn anno 95, da war ja an Handys und ähnlichen elektronischen Schnickschnack auch noch nicht zu denken. Und da musste man dann auch mal schauen, wie man weiterkam, wenn es denn nicht ganz so lief, wie man es geplant hatte. Jetzt geht es jedenfalls erstmal mit der EVB, auch bekannt als RB 76. Von Rothenburg nach Verden. Da bleibt nur eine Frage. Was ist mehr Retro? Ein Ausflug ohne Handy oder eine Fahrt im 628er? Ankunft in der Reiterstadt Pferden, 15 Minuten Umstieg zum RE in Richtung Hannover. Überraschung in Nienburg. Kein Personal- und Fahrzeugmangel bei der Eurobahn. Keine Bauarbeiten, keine Unwetterschäden. Der Zug nach Minden oder sogar Bielefeld fährt tatsächlich. Zu
zwischen Verden und Nienburg hat es sich blitzartig eingetrübt, um nicht zu sagen, die Sonne ist nicht mal mehr zu erahnen, Himmel völlig bedeckt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. In all den Jahren das erste Mal keine Einfahrt in Minden. Ja, da habe ich eben noch geunkt und jetzt das hier. Die nächste Nienburger Runde fällt aus. Ach, Schwein gehabt. Ja, willkommen in Bückeburg, wo ich die nächsten 20 Minuten verbringen werde. Der Güterzug wurde noch kurz vor der S-Bahn durchgekloppt, wie gute Zugdisponenten das nun mal so machen. Und mit eben dieser S-Bahn geht es jetzt nach Kirchhorst.
das war doch ein sehr unterhaltsames Stündchen in Kirchhorsten. Und da kommt schon die S-Bahn, mit der ich in Richtung Hannover weiterfahre. Wie weit genau ich mit dieser S-Bahn fahre, um in Richtung Hämelerwald umzusteigen, das weiß ich noch gar nicht. Zur Debatte stehen Stadthagen, Haste, Wunsdorf und Hannover. Das werde ich dann spontan entscheiden. Tja, da stehen wir auf freier Strecke zwischen Stadthagen und Lindhorst. Früher hätte man jetzt mal schön das Fenster aufgemacht und geguckt, was denn so los ist. Ah, ich hoffe, das Ersatzsignal CDS1 war jetzt auf dem Film zu erkennen. So, jetzt wird wieder Tempo gemacht. Ich schätze mal, plus 20 hat uns das Ganze eingebracht. Haste an plus 18 und hier mache ich dann auch meinen Umstieg in Richtung Hämelerwald. ICEs im Abstand sind durch und da kommt jetzt auch endlich meine Westfalenbahn nach Brunsviga, die mich nach Hämelerwald bringt. Und da ist er, der frisch in Betrieb genommene Mega-Hub Leert. So, Hämelerwald an plus 10. So ein bisschen was hat sich geändert, schon auf den ersten Blick. Die Fußgängerbrücke ist weg, die beiden BÜs sind auch weg. Was mich ein bisschen überrascht, es gibt hier weniger Lärmschutzwände, als ich gedacht oder befürchtet hätte. Der Bahnübergang für Verdruss bei Autofahrern und Fußgängern sorgte, gehend jetzt mitten in Hämelerwald dieser Schlund.
dieser BÜ, dessen Halbschranken 1991 im falschen Moment von zwei Österreichern umfahren wurden, steht auch noch bimmelnd wie eh und je hier am Waldrand. Das hier vorne rechts ist übrigens der Weg, den ich damals einschlug, um nach Föhrum zu kommen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich da noch sonderlich weit käme. Da muss ich wohl mal ein bisschen umdisponieren. Ich war jetzt gezwungenermaßen etwas pfadfinderisch tätig und habe auch die Bornsträge wieder im Blick. Auch der BÜ in der Föhrumer Feldmark blinkt unverändert vor sich hin. Meine Zeit drängt leider ein wenig. Ich muss gleich weiter Richtung Bahnhof. Ich verlinke daher auf meinen Einst- und Jetzt-Vergleichsfilm mit Schwerpunkt auf den Föhrumer BÜs. Unter anderem diesem hübschen Blinklicht hier. Ich hätte übrigens vor 25 Jahren auch nicht gedacht, dass die dauergeschlossenen Bahnübergänge rund um den HP Föhrum bis heute nicht beseitigt sind. Da kommt die 25 Minuten verspätete Westfalenbahn aus Braunschweig und mit der geht's jetzt zum Essen fassen nach Hannover. Eben in Föhrum hat dieser Autozug noch ziemlich viel Wind gemacht. Jetzt steht er ganz brav in Himmeler Wald an der Seite und lässt mir wieder den Vortritt.
weiter im Bremerhaven RE zum letzten Tagesziel Bremen-Mahndorf. Ja, und das ist jetzt ganz toll. In Nienburg stand im Zugzielanzeiger, dass der nächste RE ausfällt. Und das bedeutet, dass mir in Mahndorf viel weniger Zeit bleibt. Statt einer Stunde, ja, vielleicht noch 20 Minuten. Ah, oh Mann, das ist eine Scheiße. Es hätte ja fast alles geklappt heute. Und jetzt erwischt es mich doch noch. Es nervt. So, was ist hier jetzt wieder los zwischen Etelsen und Baden? Oh, und jetzt wird hier gegurkt und gegurkt und gegurkt. Ah, da habe ich noch weniger Zeit in Mahndorf. Da brauche ich gar nicht mehr auszusteigen. Das reicht ja gerade mal noch für eine Schrankenschließung. Mann! Ja, wegen des RE-Ausfalls habe ich jetzt in Bremen Hauptbahnhof etwas mehr Aufenthalt als geplant. 50 statt 20 Minuten. Ich habe das genutzt, um mir noch eben einen Gyros reinzuschaufeln. Und wie ich da so auf dem Bahnhofsvorplatz stand, da fing es doch tatsächlich an zu regnen. Etappe im Metros Nomos nach Klecken. Gleich wird's Funster. Da ist der Blick nach draußen dann auch nicht mehr ganz so spannend. Ja, und jetzt stehen wir in Rothenburg und laut Lokführer kriegen wir einen Befehl, weil O-Ton Gleise besetzt sein können. Ja, in der Ausfahrt Rothenburg zum zweiten Mal heute auf CDS1 gefahren. Gut, dass mir dieses Fundstück die ansonsten langatmige Fahrt etwas kurzweiliger gestaltet. Und so endet der Tag da, wo er begann, auf der Fußgängerbrücke am Bahnhof Klecken. Gute Nacht und bis nächstes Mal.